Herr Ohnei, welche politischen Extremismen nehmen Sie zurzeit in Hannover wahr und welchen Einfluss haben Sie auf das Stadtleben, auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten? Also wir merken schon, dass es rund um diverse gesellschaftliche Fragen eine starke Polarisierung, eine Emotionalisierung gibt und damit natürlich auch extremistische Positionen Rückenwind bekommen und sich versuchen, auch in diversen Formen und Arten Raum zu nehmen, in der Stadtgesellschaft, in den Debatten Raum zu nehmen, in Stadtteilen auch. Und das ist etwas, was wir auch in Hannover sehen, in vielen anderen Städten, aber auch in gleichem oder im vergleichbaren Maße. Insofern ist das ein Thema auch in Hannover. Wir merken das in der rechtsextremen Bereich, auch im religiösen Extremismus in ganz unterschiedlichen Facetten und Formen. Gerade beim Rechtsextremismus ist es allerdings aktuell doch stark wahrnehmbar, insbesondere durch Schmierereien beispielsweise in den sozialen Netzwerken, in denen man versucht, Debatten auch zu kapern. Also insofern ist da schon der Verdacht nahe, dass da auch organisiert Dinge vorangetrieben werden durch verschiedene Gruppen. Und da ist auch Hannover natürlich ein interessantes Feld oder eine interessante Stadt auch für diese Szene. Sie sind jetzt schon darauf eingegangen, aber wie groß ist das Problem des Rechtsextremismus in Hannover wirklich und wie entwickelt es sich vor allem, auch im Vergleich zu den Jahren und Jahrzehnten in der Vergangenheit? Gibt es da eine Tendenz, dass wir mit einem immer stärkeren Rechtsextremismus in Hannover es zu tun haben? Also er wird dadurch stärker, auch leider muss man festhalten, durch die Veränderung, durch die Neujustierung, durch die neue Positionierung auf gesellschaftliche Fragen, auf aktuelle Debatten, auch eine neue Erscheinungsform im Stil, in den Medien, also sozialen Netzwerken insbesondere. Wir erleben aber auch sozusagen klassische rechtsextreme Formen wie Schmierereien zum Beispiel an verschiedenen Gebäuden wie Flüchtlingsunterkünften oder an Gedenkstätten oder eben auch gerade in den sozialen Netzwerken wird versucht, durch Debatten, die aktuell sehr viele Menschen bewegen, wie Migration, Teilhabe, Geflüchtete. Und das ist etwas, was immer wieder auch in Wellen kommt und kam auch, also in den Jahren 2013 mit 15, auch in Hannover leider immer wieder mit unterschiedlicher Präsenz, dann etwas weniger und jetzt natürlich nochmal deutlich stärker. Was wir aber auch merken, ist, dass es doch eine europäische und sogar internationale Vernetzung auch gibt, gerade auch über die sozialen Netzwerke und dann sich natürlich auch lokale Fragen dadurch ganz anders hochstilisieren lassen, auch zu bundesweiten oder internationalen Fragestellungen und dadurch eine ganz andere Öffentlichkeit entsteht und dadurch Personen auch vor allem eingeschüchtert werden sollen, Institutionen eingeschüchtert werden sollen. Und das ist ein massives Problem, weil es demokratische Strukturen natürlich unterhöhlt und in besonderem Maße angreift. Was unternimmt die Stadt Hannover gegen diesen Rechtsextremismus? Also wir arbeiten natürlich intensiv mit den Sicherheitsbehörden zusammen, da wo es Sinn macht, da wo es strafrechtlich relevant ist, sind die Sicherheitsbehörden immer eingebunden, haben da auch einen sehr guten Austausch mit uns als Stadtverwaltung. Wir versuchen natürlich gerade bei den angesprochenen Schmierereien schnellstmöglich diese aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, ihnen da keine Präsenz zu ermöglichen. Ein anderer Punkt ist natürlich aber auch die Sensibilisierung. Wir wollen in die breite Öffentlichkeit auch gehen mit Demokratiestärkung gegen Rechtsextremismus, haben dafür eine bestimmte oder eine besondere Stelle auch in der Stadtverwaltung geschaffen, einen Anlauf, einen Koordinationspunkt, wo eben genau solche Maßnahmen in der Zivilgesellschaft zum einen unterstützt werden, bei Vereinen, Initiativen, Eigeninitiativen auf den Weg gebracht werden. Und wir haben natürlich auch unterschiedliche Fragestellungen, die wir versuchen, gesellschaftspolitisch zu bearbeiten im Bereich des Antisemitismus, der kolonialen Aufarbeitung und auch der Geschichte Hannovers, antischwarzer, antimuslimischer Rassismus beispielsweise, also ganz unterschiedliche Facetten, die wir aufgreifen. Aktuell haben wir auch das Thema Antiziganismus noch mal größer aufgegriffen. Auch das ist ein Thema, was leider auch in einer Stadt wie Hannover immer wieder Präsenz hat. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.